Wir sind sehr enttäuscht, weil heute deutlich mehr drin gewesen wäre. Wir haben aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt und neutralisiert. Es war ein sehr laufintensives Spiel mit vielen Zweikämpfen, wo wir schon erst ab 2, 3 gute Chancen hatten, die wir uns über außen erspielt haben, aber eben das Tor nicht gemacht haben. Auch in der einen oder anderen Situation hinten natürlich das Kännchen Glück gehabt haben, dass Lyon nicht in Führung geht. Müssen vor dem 1:0 für Lyon das 1:0 selbst erzielen mit der Chance von Alex Popp und Pineda Harder, wo wir uns vorne durchs Pressing den Ball erkämpft haben. Hatten dann nach dem 0:1 direkt wieder die Chance zum Ausgleich, wo auch für die falsche Entscheidung getroffen wurde. Dann kam noch der Pfostenschuss dazu. Also wir sind sehr enttäuscht, aber ich denke, wir haben ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht und sind heute an der Effektivität von Lyon gescheitert. Ja, also ich denke, wir hatten gute Chancen. Wir hätten das ein oder andere Tor machen können. Wir waren heute ein guter Gegner. Ich finde nicht unbedingt, dass der Sieg für Lyon verdient war. Aber klar, die bestrafen dich dann natürlich eiskalt. Und das ist halt ärgerlich. Das ist absolut, absolut ärgerlich. Dass man, das ist schon ein bisschen traurig. Ja, ich denke schlussendlich schon bitter. 0:2. Ich denke nicht, dass das Spielgeschehen aussagt. Ich denke nicht, dass wir da die 2 Tore schlechter waren als Lyon. Wir haben extrem gut angefangen, hätten in der ersten Halbzeit auch sicher die eine oder andere gute Chance gehabt, die wir auch hätten nutzen müssen. Dann denke ich, wäre das ganze Spiel auch anders gekommen. So haben wir sie natürlich im Spiel gehalten und schlussendlich hatten sie halt auch ihre Klasse und die haben es dann auch gezeigt. Ja, im Moment sind wir erstmal enttäuscht und müssen das ein bisschen verarbeiten. Dann haben wir am Sonntag noch das Spiel gegen Duisburg, was in der Liga für uns extrem wichtig ist. Und dann müssen wir uns einen Plan überlegen. Fakt ist, dass wir mutig auftreten müssen in Lyon und in Führung gehen müssen. Ja, und dann wird auch Lyon vielleicht mal anfangen zu überlegen. Vielleicht kriegen wir sie in eine Situation, wo sie dann auch mal wo sie ein bisschen verunsichert sind. Das hätten wir uns heute auch schon gewünscht. Wenn wir heute in Führung gegangen wären und die Chancen waren da, dann wäre ich gespannt gewesen, wie Lyon reagiert, weil sie damit eigentlich so in der Liga nie konfrontiert werden. Ja, wir werden es in Ruhe analysieren, werden gucken, wie wir uns die Chancen erspielt haben, um dort vielleicht wieder anzusetzen. Und es geht wieder bei 0 los. Aber Fakt ist, wir müssen mindestens 2 Tore erzielen, um in die Verlängerung zu kommen. Ja, also wie du sagst, ich glaube, wenn wir auch wieder so ein gutes Spiel abliefern und vielleicht das Tor machen, vielleicht ein frühes Tor machen, ist alles drin. Ich meine, die Franzosen fürchten unsere deutsche Mentalität und ich glaube, wir kommen immer zurück und wir sind in der Lage, uns zurückzukämpfen. Und deswegen, glaube ich, gehen wir da auch auf jeden Fall mit voller Leidenschaft in das nächste Spiel. Klar, auch unsere Stärke, was auch Wolfsburg in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, denke ich. Und ja, mit dem Gedanken gehen wir auch ins Rückspiel, nur positiv. Und wir glauben an uns, wir glauben an unsere Stärken und ja, so werden wir das angehen. Ja, so denken wir wirklich. Ja, und das zeigt auch den Charakter der Mannschaft. Also trotz der Enttäuschung und trotz der klasse Leistung von Lyon, die wir natürlich neidlos anerkennen, glauben wir an unsere Chance. Ja, und wir werden als Trainerteam auch alles dafür tun, dass dieses Selbstbewusstsein und dieses Wissen in die eigene Stärke, dass das zum Tragen kommt. Ja, dass wir wirklich mit der Überzeugung nach Lyon fahren, so bitter wie das heute war, aber mit der Überzeugung nach Lyon fahren, um dort Halbfinale einzuziehen.